Ein VW-Bus. Na. Ist ja geil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Talos Principle 2, Part 38. Tja, wir sind mal wieder soweit. Ne? Wir haben soweit alle 8 Rätsel gelöst und jetzt stehen wir die optionalen Rätsel an und natürlich die Umgebungsrätsel. Ne? Da haben wir schon Prometheus gesehen, ja, der habe ich fälschlicherweise für eine Rätselstatue gehalten. Aber im Video bei der Nachbearbeitung, ja klar, das ist mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist doch Prometheus, der Gute. Da müssen wir den Funken einfach folgen. Oder dem Funken folgen. Und das ist nicht weiter schwer. Aber dann haben wir noch eine Statue hier, die wir anstrahlen müssen. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen soll. Aber auf jeden Fall aus einer Testkammer heraus. So viel steht fest. So, aber das war ja bisher immer so. Jetzt geht's da lang. Ja, jetzt müssen wir noch die optionalen Rätsel finden, ne? Ah, das war genau das war Rätsel 8. Ich glaube, hier war ich noch nicht weitergegangen, ne? Eigentlich muss man auch nur dem Weg folgen, oder? War das hier eigentlich ein Haupträtsel? Weiß ich jetzt ja nicht. Zweckt der hier ab, der Weg, ja. Sieht so organisch aus, ne? Wie so ein richtiger Waldweg, also richtig Hammer. Ja, natürlich wirkt das. Na, wir gucken mal, was das hier war. Oder ich bin von hier gekommen, das kann natürlich sein. Ich in Orientierung. Das war Rätsel 7, ja, von hier sind wir gekommen. Okay. Gut, dann muss es ja da oben weitergehen. Da sieht es auch so aus, ne? Es wäre da noch so viel zu erkunden. Können wir auch noch machen, wenn wir schon mal hier sind. Ne? Relikte haben wir auch lange nicht mehr entdeckt. Gut, ich habe jetzt auch nicht explizit danach gesucht, aber... Könnt mir vorstellen, dass hier jede Menge davon sind. Ne? In diesem Laubwald. Sieht so echt aus, ja. Also da fehlt nicht mehr viel, ne? Bis zum Fotorealismus. Also gerade hier sieht es sehr organisch aus. Gut, ab und zu gibt es dann mal ein paar redundante Felsen, ne? Und seltsam agierende Hirsche. Allen voran natürlich. Ja, hier geht's richtig weit rein. Aber ich liebe ja auch das Erkunden, das ist ja nicht, ne? Also, das kriegt man hier quasi gratis noch dazu. Den ganzen Test kann man. Ja, wenn wir das jetzt gepackt haben, dann geht's ja wieder in Richtung Megastruktur, ne? Ändert sich gerade die Musik oder bilde ich mir das ein? Geil. Sehr atmosphärischer Gänsehaut-Effekt. Das ist auch ein Weg, oder? Oh, cool. Genial. Gerade mit der Musik jetzt im Zusammenspiel. Oh, was haben wir denn da? Ah. Gebt euch das mal, Leute, ey. Ist das nicht Hammer? Ja, manchmal muss man das Spiel einfach mal auch auf sich wirken lassen. Na, ich sollte vielleicht mal meine Uhr aktivieren, ja, meine Stoppuhr. Sonst wird das nichts hier. Na gut, mal jetzt ein paar Minuten drüber. Das Wasser hier, ne? Hört mal. Lauscht mal dem Wasser. Gut, das ist jetzt nicht ganz konkurrent hier. Mit der Optik, ne? Also akustisch müsste es viel mehr schwappen hier. Na gut. Ja, das führt ja direkt hier hin. Ja, ist ein Weg. Hier ja, ein verrückter Hirsch. Na gut, dem müssen wir da folgen. Okay, dann machen wir das zuerst, ne? Wenn wir den schon mal gefunden haben, Funken. Ups. Apropos, ja. Erstmal rüberkommen, ja. Wer hat sich denn sowas ausgedacht hier? Oh, muss ich fast gar nicht springen, ey. Oh, hä? Hier gleich? Okay. Wir folgen dir. Ganz unauffällig.
Oh je. Wenn es da runter geht, bin ich tot, oder? Könnte ich überleben. Ja. Oh, da ist noch so ein Funke, okay. Dadurch entdecken wir noch weitaus mehr. Oh, nicht, dass es jetzt nach oben geht, ey. Nee, ein Problem. Erstmal gucken, wie ich da hochkomme. Oh, da. Er folgt dem Weg, okay. Das ist ein Schalter, oder? Diese Statue? Gucken wir uns gleich nochmal an, Leute. Oh nee, nach oben geht das Ding. Oh nee, das ist doch doof. Nicht doch. Hä? Ich muss da hochkommen. Okay. Mit das Achievement hätte ich jetzt nicht geschafft. Ah, ich glaube, das kriegt man nur einmal, oder? Jetzt ist ja dann nach oben der Funke. Nein. Ah, von hier aus komme ich da hoch, ne? Wie soll ich denn da hinkommen? Hier komme ich schon mal hoch auf den. Das war ja auch ein Rätsel hier, aber das ist kein optionales. Das war eins, was wir schon gemacht hätten, ne? Auf und ab, genau. Na, offenbar kommt man da hoch, okay. Krass, hätte ich nicht gedacht, ja. Ziemlich locker sogar. Alles klar. Nein, wo? Ich sehe den nicht. Ah, toll. Wir können jetzt überall sehen. Scheiße. Ah, ich habe ihn verpasst. Oder ist er schon zu Hause? Nee, da ist er. Noch nicht ganz, aber fast. Sehr schön. Oh ne. Fliegt er rüber? Ja, er fliegt rüber. Oh, dann haben wir es ja gepackt. Na also, komm. Gib mir Sternchen. Ja, gib mir das Sternchen. Oh, cool, Leute. Paradise cannot be found. It must be built. Ach. Mhm. Must be built, ja. Naja. Das kennen wir mit dem Geschöpf. Ist das jetzt... Hat der uns jetzt hier mit zum optionalen Rätsel geführt? Schauen wir mal. Mal gleich wissen. Achso, brauche bloß dem Dings folgen. Ja. Hier war das, die Karte nutzen. Ja, sehr schön. Nee, nee, das war der Hauptweg hier. Das ist Rätsel 1 sogar. Okay, dann muss ich mich jetzt wieder nach der Karte orientieren. Ja. War direkt hinter dem Rätsel einfach mal. Ja. Cool, auf jeden Fall haben wir den Stern. Da bin ich ja schon mal mittelprächtig begeistert. So, aber wie geht's jetzt weiter? Wo sind hier... Da ist ein Fragezeichen. Hier auch, nein. Gehen wir gleich hier hin. Na, wenn wir schon mal hier sind, könnte ich da auch hoch, ja. Das ist doch noch ein bisschen weiter weg als gedacht, ne? Oh, der Hund, der turnt hier gerade mal rum. Bult um Aufmerksamkeit, ne, wie es immer so ist. Hunde können ja auch richtig eifersüchtig sein. Tja, also sehr unterscheiden sie sich gar nicht von uns Menschen.
Ja, das ist, scheint es zu sein, ja. Cool. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wir haben es gefunden, Leute. Ah, hier meandert auch so ein Fluss rum, ne? Hier durch die Landschaft. Durch die verlorene Sumpflandschaft. Wunderschön auf jeden Fall. Also die Landschaft gefällt mir richtig gut. Weil sie ist glaubhaft auch, ne? Also der nimmt man das ab. Die kann, könnte so existieren, ne? Ohne weiteres. So, rein geht's hier. Drumherum. Ach, auch nicht doch. Ah, ich verstehe. Das ist das Ziel schon? Was heißt schon? Muss man erstmal hinkommen. Mit viel Rumtauscherei hier. Hm? Könnte ich da? Ja, ich könnte erstmal rein und alles holen, was ich brauche, ne? Genau. Das geht. So, ja. Achso. Mal, sind da Sachen im Weg? Gibt's doch nicht. Ah, ist ja gelöscht. So, ist hier was Schönes? Nee. Hier ist was. Was sind das? Achso, das ist der Störer, ne? Der Störsinn, ne? Muss man selber drauf kommen. Oh, da ist auch noch was drin. Mhm, RGB-Umwandler. Den brauchen wir da, weil da ist was grün. Man ist ja hier. Wo ist das Ziel hier? Hä? Da. Ach so. Dann, so eine Art Fallgitter. Das fällt, wenn man denn... Verstehe. Okay, den brauchen wir da. Zuletzt. Drumherum, sagt er aber. Man kann auch täuschen, diese Angabe. Jo, Problemchen ist, ich habe hier nichts zum Täuschen. Kann leider nichts anbieten. Müsst doch da erstmal hinstrahlen, um überhaupt da rein zu gelangen, ja. Hm. Den sieht man von hier aus nicht, das ist ja fies. Oh, der ist fies. Nee, ich kann da nicht durch. Ich kann da nicht durchstrahlen, ja. Kruzifix nochmal. Eigentlich reicht der ein, oder? Klar, muss ja reichen. Ah, genug gut, ey. Passt doch. Na. Kann man überhaupt tauschen? Haha. Ah. So, es zeigt nichts mehr zum Tauschen. Das war doch schon wieder. Haha. Ist so nah. Doch so fern. Ja, jetzt bräuchte ich hier quasi was zum Tauschen und dann wären wir schon fertig, ey. So, drumherum. Gut, um den komme ich nicht. Den brauche ich auf jeden Fall, ne? Das steht fest. Mhm. Moment, dann nehmen wir den erstmal mit. Das ist mal eine Idee. So, muss ich den da hinten hinbringen? Oder? Ist das richtig? Ich hoffe mal. Wenn wir jetzt einen Störsender haben, können wir mit dem natürlich alles machen. Na, dann wird's blau und dann. Hä, ich bin doch noch nicht fertig, oder? Ne, ich brauche ja zwei immer, oder? Ich brauche doch zwei. Ja, ich brauche zwei, ja. Wollte doch schon sagen, das wäre zu easy. Too easy. Stimmt, ich brauche zwei Strahlen. Ah, wo kriegt den? Der muss ja auch mixen, das ist ja logisch. Achso. Wartet mal, Leute. Ah.
So. Ja, das können wir auch anstrahlen. Kann man den trotzdem umleiten? Nee, nee, das kriegt er nicht hin. Dort, dort, dort. Ja, zu schön, um wahr zu sein, um einfach zu sein, würde ich schon sagen. Nee, dann müssen wir das doch erstmal eintauschen hier. Warte mal. Um erstmal die Tür aufzuhalten. Na? Ja gut, jetzt haben wir nämlich das hier zum Umtauschen. Kriegt denn diesen? Achso, ich brauche ja keinen Umwandler, ne? Ich komme nicht raus. Ja, hier habe ich ja auch nichts weiter zum Tauschen. Da wäre noch so ein Teil. Drumherum. Hm. Bräuchte das quasi, ne? Den brauche ich ja gar nicht mehr. Wir brauchen den ja. Moment. Was brauche ich denn jetzt? Überhaupt. Ja, den. Wie komme ich da jetzt hin? Ah gut, dann muss ich den. Gott, kompliziert. Natürlich ist es kompliziert, es soll kompliziert sein. Ja, naja, klar. Ja. Kann er da durchschießen. Das ist nicht das Thema. Ja, und denn den oder was? Das ist ja auch blöd. Ist der hier weg? Und dann ist das wieder aus, ja. Ach, scheiße, Leute. Ach, verdammt. Moment, Moment, Moment. Das geht ja auf, wenn ich hier mit dem durchstrahle, richtig? Dann haben wir ja alles offen, ja. Ich mach das erstmal alles auf. Hier kann ich ja, ne? So. Ja, ist ja ganz schön, aber ich habe jetzt nichts zum Tauschen. Das hat meine Situation eigentlich noch verschlechtert. Zwei Strahlen. Moment, 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 Moment. Ich glaube, ich habe das Rätsel eigentlich schon so gut wie gelöst. Kann das sein? Weil jetzt auf einmal wandelt das um, obwohl er nur einen Strahl hat. Oder habe ich jetzt gerade einen Denkfehler? Nee, ich brauche den anderen. Das ist mein Denkfehler. Zwei Strahlen. Zwei Strahlen, Moment. Der kriegt das und der kriegt das. Ich mach nochmal das hier. Ach, verdammt. Wie soll das gehen? Ja, der wandelt es ja um. Na gut, den könnten wir ja auch dazu bringen, das zu machen. Ja, so in dem Dreh, ja. Aber mehr habe ich ja hier gar nicht. Das ist nur der hier noch. Aber hier ist keine Quelle, ne? Keine Energiequelle oder so. Das ist ja nur die einzige Energiequelle, ja. Gut, jetzt steht mal wieder auf den Schlauch. Jetzt muss ich doch den. Ach Quatsch, den tauschen erstmal. Wenn die Kühler durchkommen, ne? Und das tauschen können. Mhm.
Bin ja erstmal drin, das ist das Wichtigste. Rot. Gut, jetzt. Ich baue auf jeden Fall den hier. Da komme ich nicht drum herum. Na, vielleicht haben wir den jetzt schon, ne? Genau, jetzt haben wir es. Glaube ich. Hoffe ich. So, der wandelt. Das. Ja, jetzt haben wir es. Und der zwackt jetzt das an. Ja, fast. Achso, der hat jetzt hier gelöscht, deswegen. Ja, also. Ja. Okay. Tschüss, Junge. Und dann haben wir im Wald eine Statue gesehen, ne? Ja gut, ein Umgebungsrätsel haben wir ja jetzt erstmal. Da fliegt er, wa? Der braucht eine Weile, wa? Bis er da ist. Das ist, glaube ich, derselbe Funken, den man da auch verfolgt, ne? Also dieselbe Art von Energie. So sieht es aus. So, Leute. Jetzt latschen wir hier mal durch den Sumpf. Wollen wir hier einfach weiterlaufen? Aber ich glaube, irgendwann wird es zu tief. Mal gleich merken. Ja, ja. Ja. Irgendwann wird es tiefer. Der Sumpf. Na, hier soll ja jetzt mehr, würde ich sagen. Aber cool sieht's aus. Also, ja, atmosphärisch ist das wirklich Hammer hier. Wunderschön. Bin mal gespannt, wie die anderen Landschaften sind. Freue ich mich schon drauf. Die Megastruktur, denke ich mal, wird immer gleich aussehen. Ah, da wird sich nicht so viel verändern. Oh Gott, ey. Also, hier kannst du sehr viel sehen, aber auch genauso viel übersehen. Dadurch, dass eben die Grafik so wahnsinnig detailliert ist, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein Rätsel schaffe. Je nachdem, wie ich mich anstelle natürlich. Ne? Davon hängt es natürlich nicht zuletzt immer an. Meine geistigen Verfassung. Oh, hier wird es dichter. So, wo ist denn jetzt das... das Fragezeichen ist da. Hier ist ja rein gar nichts eigentlich. Hier muss irgendwas sein. Die haben nicht umsonst so viel Speedtrees hier gepflanzt. Aber die sehen alle individuell aus. Also. Oder? Werden sie nicht sein, ist klar. Aber. Oh, der sieht anders aus als der. Baum. Bäume heißen die Dinger. Ach ja. Gib dem Kind doch einen Namen. So, haben wir hier denn noch was Besonderes? Ah, hier kann man so viel übersehen, ey. Das sieht so detailliert aus. Das ist halt der Nachteil wiederum, ne? Gleichzeitig ein Vorteil natürlich an detaillierter Grafik. Na, man kann vieles sehr gut verstecken. Aber es ist auch gleichzeitig ein Nachteil, dass man das eben nicht so schnell findet dadurch, ne? Dass man ewig suchen muss. Muss dann erstmal die Grafik runterregulieren, aber so weit geht es mittlerweile gar nicht mehr, ne? Dass man die so weit runterstellen kann. Und die Unreal Engine, sag ich mal, die, also die neueste Iteration. Ach ja, hier war ja die Hütte, wa? Ach nee, das ist die vermeintliche Hütte. Nee, das war was anderes, glaube ich. Da war noch auf der anderen Seite. Das war das, was wir gefunden hatten, genau. Den Funken. Den Funken zum Glück. Ach. Ah, ich habe einen Relikt gefunden, Leute. Ein VW-Bus. Na. Ist ja geil. Was immer dazu steht. Was stand da? Ein Fahrzeug. Moment. Ich muss mal zurück. Van. Okay, ein Fahrzeug muss sein. Ein Van, ja. Ein altes Fahrzeug, das mehrere Personen oder zusätzliche Ausrüstung transportieren konnte. Und häufig von Arbeitern genutzt wurde. Oh. Kann man jetzt per se nichts Falsches. Ne?
war ja richtig beschrieben. Im Wesentlichen. Was hatte man denn da? Genau, hier war doch irgendwo diese komische Statue, ne? Ein Hund guckt mich gerade ganz verdutzt an. Jo, mit wem redet der da, oder? Die ganze Zeit. Nicht meine Stoppuhr treten. Ein bisschen, ne? Hm? Jo. Ja, wie gesagt, Aufmerksamkeit und so, ne? Jo, brauchst ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist ja richtig. Ja. So, ist ja cool. Ein Van, ein VW-Van. Na gut, die haben nicht die Lizenz, ne, von VW, also deswegen ist das Zeichen wohl abhanden gekommen. So, waren hier diese hier haben wir den Funken gesehen. Vielleicht komme ich ja hier wenigstens ran. Falls wir irgendein Rätsel doch mal nicht schaffen sollten. Ach, hier muss man sogar was machen. Was raufstellen. Wird ja mal... Kann ich hier was drauflegen, ja? Da ist ja nichts. Vielleicht den VW Van. Ein Kleinbus. Hä? Ich hab da nichts dabei. Ich hab doch kein Inventar oder so. Ist doch kein Adventure hier. Ist ja witzig. Ey, ihr seid ja Spaßvögel. Ihr lieben Entwickler. Ich meine immer die Entwickler meistens, ne? Wenn ich ihr sage. Also ich würde was Schönes ausgedacht haben. Oder haben wir hier einen Doppelgänger irgendwo rumhängen? Ist ja witzig, wa? Kann ich auch nicht wegnehmen. Ne? Also irgendwo muss hier dann noch ein Gegenstand sein, den man da platzieren könnte. So ein riesen Felsen, ne? Die sind ja stark, ne? Ja, die Musik ist so schön, ne? Das ist ja mehr die Triumphmusik gerade, ne? Wo war hier diese Statue, die wir gesehen haben? Die waren auch mitten im Wald, oder? Also die immer so einen Schalter haben, ne? Die Dinger. Also nicht jetzt Prometheus oder Sphinx oder sowas, sondern... Hier war das doch irgendwo, ne? Bei dem... komischen Ach, hier ist ein Bunker. Ah, stimmt, hier war ja noch ein Bunker. Auch nee. Ich hab jetzt eher Bock auf ein Rätsel. Ja, sorry, Leute. Ja gut, den kann man ja nicht übersehen, ne? Aufgrund der Strukturen, die hier sind. Die muss man ja nur wieder ansteuern. Nee, ich gehe jetzt zum Rätsel, Leute. Das bringt ja nichts, ne? Na gut, früher oder später muss ich auch diese Statue finden, oder? Wenn ich da den nächsten Funken haben möchte. Also den nächsten Stern. Ist ja nicht nur ein Funke. Ist ja viel mehr als ein Funke. So viel mehr. Schaltet neues Rätsel frei. Neue Rätsel. Ich habe ja hier mehrere von der Sorte, von der goldenen Sorte. Die ja besonders hart sind, ne? Hart. So, aber jetzt möchte ich erstmal, apropos hart, zum nächsten Optionalen, ne? So, wo haben wir es denn auf der Karte? Ja, Fragezeichen. Wenn wir dann nicht in der Nähe waren, heißt das. Ne, das haben wir, glaube ich, das war das, ne, was wir gemacht hatten, genau. Ach, da ist es. Oh, okay, genau, ne, entgegengesetzt. Na, typisch wieder mal. Muss mal die Kopfhörer justieren hier. Komm, ein bisschen Zeit haben wir noch. Manchmal geht es ja auch schnell mit den Rätseln. Manchmal. Es ist ja nicht da drin, oder? Hä, Moment, ist es da drin? Oder oben drauf? Nee, das ist nicht hier drin. Oh, das sieht hier ein bisschen heruntergekommener aus. Neuer Interface-Inhalt verfügbar. Ich sehe nichts. Der ist verfallen, also den kann man... Okay, ja gut. Dann war es ganz gut, dass ich jetzt doch mich dazu entschlossen habe, hier reinzugehen.
Weil hier ist nicht viel los. Neue Interface-Eintrag. Ja, welcher denn? Der hier. Ach so. Nicht alles, was die Gründer erschuf, hatte Bestand. Jules, ja. Wohl wahr. Es hat auch gespeichert sogar. Ah ne, hier geht's. Ah, hier geht's wieder hoch. Von da sind wir gekommen. Schade, ja. Na, was heißt schade? Irgendwie bin ich auch erleichtert, aber trotzdem finde ich es trotzdem irgendwie schade. Nichtsdestotrotz. Das ist dasselbe Wort, ne? Ah, ja. Gut, dann ist es doch kein Rätsel. Ah, das Rätsel ist denn hier irgendwo drauf, ne? Wobei ich nicht mal sagen möchte, dass sie das alles erschaffen hat. Ich glaube, die hat es nur erweitert, ne? Hey, jetzt ist das Ding da. Das Rätsel. Ach so, ich verstehe. Das Labor hatten wir ja noch nicht direkt entdeckt. Wir waren noch nicht so nah dran. Deswegen war das noch mit einem Fragezeichen versehen. Komm ich hier rauf? Na, ja, muss er wieder auf sich aufmerksam machen. Jetzt übertreibt das aber. Ja, ist gut. Ist gut jetzt. Psst, ey. Was musst du das Rätsel lösen? Hä? Was musst du das Rätsel lösen? Und ist eine Maus. Ach, hier war das? Okay, nee, ich muss hier irgendwo einen Aufgang suchen. Erstmal zum Rätsel hinkommen, ist schon ein Rätsel. Ah, hier geht's hoch. Okay. Was ist denn das da? Achso, das Unrätsel. Nee, hier geht's hoch. Ich war doch da schon oben. Nee, das ist doch hier kein optionales gewesen. Hä? Aber es ist hier wohl mit auf dem Berg. Vielleicht hier. Nee. Hier ist schon wieder Ende im Gelände. Boah, ist das nur das Fragezeichen, wir suchen. Wo ist es? Da. Da ist es. Hä? Ein bisschen verwirrt. Also es ist nicht auf dem Berg, es ist hinter dem Berg. Okay, gut. Dann runter, ohne zu sterben bitte. Danke. Aber die sind ja relativ widerstandsfähig. Unsere Freunde. Durchs Wasser. Wir können maximal die Füße rosten. Ja, jetzt ist es doch schon ganz schön fortgeschritten, ja. Die Folge mittlerweile durch die ganze Rum so ästet hier. Ne, das war Rätsel 8. Ah, guck mal. Wie habe ich ihn die übersehen können bislang? Wie geht denn sowas? Wieder Miranda und Athena, ne? Miranda, would you like to play a game? A game? That sounds like fun. It is. Remember what Alexandra Drennan said about games? They're part of what makes us human. Exactly. And this is a game Alexandra Drennan designed when she was still in school. It's based on her favorite book. Have a go. Spielen die jetzt irgendwo, oder? Ja, die Phänomenologie des Spiels, ne? So, was haben wir denn? Man spielt eigentlich permanent. Sei es auch nur, wenn man irgendeinem Meeting beiwohnt oder so. Man spielt dann wenigstens mit einem Kugelschreiber oder irgendwas muss der Mensch immer tun, ne? Um das Gehirn aktiv zu halten, sozusagen. Das Gehirn braucht immer irgendwie Beschäftigung. Und deswegen ist das ja so grausam, wenn man Menschen irgendwo einsperrt. Und in einer, das hat, ja, und empirische Erfahrungen erstmal so, ne? Auch durch Gefangene, die in Einzelhaft waren oder so. Was mit denen passiert, ne? Sie werden krank, ne? Werden psychisch krank. Der eine halt schneller, der andere, ja, beim anderen dauert es halt länger. Aber früher oder später wird man in einer sehr reizarmen Umgebung krank. Eleganz. Na, ich hoffe, dass wir das hier elegant lösen können, das Ganze. Okay. Mhm.
Das können wir wieder ab... Ah, nee. Können wir das hier abpunktieren? Ein Bohrer bauen, ne? Muss ich denn überhaupt hin hier? Hm. Ist das schon ein Ziel? Duck dich mal. Wir waren hier ducken in dem Spiel. Ich glaube, das gibt's gar nicht, ne? Kann ja höher bohren. Dann sieg's ja nicht genauer. Ja, das ist das Ziel. Abgefahren. Ja, aber ich habe ja hier keinen zweiten, Ventilator. Wie kann ich denn das hier aufkriegen? Soll ich gar nicht. Oder? Da gibt es keine Alternative, das zu öffnen. Kann man hier. Noch ein Störer, doch. Doch, doch. Also ein Störer muss ich den auf jeden Fall mitnehmen. Ja, sehr geil. Ja, gut. Alles klar. Ich weiß, was ich zu tun habe. Damit wir den Störsender mitnehmen können, ne? Muss ich ihn erstmal loswerden. Gut, nein. Gut, jetzt haben wir nämlich zwei. Also nach und nach muss man sich hier durcharbeiten. Das haben wir auch kurz im Tauschen. ja, so einfach macht uns das Spiel das nicht. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt könnte ich... Das muss ich noch ein bisschen anders platzieren. Ja, das ist zu hoch. Ich sehe das nicht von hier aus. So besser? Ist mir wieder fricklich, ne? Ja. Was passiert? Was ist aufgegangen? Was hat uns das gebracht, effektiv? Irgendwas... Ach so, das Ding ist jetzt an. Ja gut, aber ich kann es ja nicht mitnehmen, ne? Oder? Oder doch? Nee, ich kann den hier nicht mitnehmen. Ich brauche einen Ventilator. Scheiße. Hä? Habe ich hier irgendeinen übersehen, oder was? Ich brauche auf jeden Fall einen Ventilator. Ich habe leider keine Taschenlampe dabei. Ich will immer L drücken, also wie in No One Lives Forever. Da, ist das, da steht das L ja für die Lampe. Aber hier gibt es leider keine Lampe. Ja. Warum kann ich den nicht abmontieren? Ist ja schön, dass das jetzt an ist, aber man sieht das nicht mal den. Oder war das schon vorher an? Ich stelle mich jetzt mal dazwischen, dann wissen wir das ja. Nee. Nee, es ist echt nur dazu da. Ja, aber wie soll ich denn das bedienen? Denn ist das hier ein Fehler oder was? Möchte das gerne ausstellen. Ach so. Oh. Ich weiß, was ich jetzt zu tun habe, glaube ich. Ich muss den erst ausstellen. Jo. Na gut, dann kommen wir nochmal zurück, ja? Kommando zurück. Dann kann ich ihn nehmen. Richtig? Ach so, Quatsch. Hm, geht nicht. Ich habe irgendwas übersehen, habe ich das Gefühl. Hier stimmt aber nicht.
Elegant, ja, das kann alles Mögliche sein. Elegant gelöst. Verstehe ich gerade echt nicht. Ach so, warte mal. Ich glaube, ich habe was übersehen. Hier ist doch was. Ach so, ja. Ich dachte, das gehört zu der Plattform. Okay. Na toll, jetzt muss ich alles wieder rückgängig machen. Weil in den zweiten Strahler jetzt. Och nee. Och nö. Hä? Nee, jetzt muss ich alles nochmal. Och nee. Das ist doof jetzt. Scheiße. Ja, nee, geht ja. Ich kann das rückgängig machen, ja. Nee, oder nicht? Ja, macht das erstmal rückgängig hier. Gut. Wusste doch, das kann doch nur funktionieren, wenn ich da noch irgendeinen Gegenstand habe. Machen wir das erstmal. Holen wir uns erstmal den zweiten Ventilator. Haha. So, jetzt müssen wir wieder so. Naja, dann ist das klar, das Rätsel. So, mein jetzt. Ist richtig, wa? Ja. Sehr gut, Leute. Okay, dann haben wir das ja schon fast. Betonung liegt auf fast. Weil wir wissen ja nicht, was uns da oben erwartet, weil das Kraftfeld hat sich damit nicht geöffnet, ne? Oh, jetzt dich wieder. Ach so! Ich sehe die Problematik. Mir fehlt ja dann was zum Tauschen. Einen Strahler brauche ich nicht mehr. Doch, den brauche ich. Den werde ich nochmal brauchen. Hundertprozentig. Ich habe jetzt nichts zum Tauschen. Ja. Teufelskreis. Was, was, ja, keine Ahnung. Ich mache das erstmal mit dem Ventilator. Ja, das Ding kann ich nicht tauschen. Jo, ist ja ganz hübsch. Jetzt fehlt's aber das da. Ja, ich hab da noch einen Strahler hier. Ey, selbe Problem wie... Laufen doch eigentlich immer gleich ab, diese Rätsel. Weil das brauche ich ja. Ich kann den ja leider nicht abmontieren, ja, das ist ja das Problem, ja. So, jetzt kann ich den, jetzt habe ich aber dieses Objekt nicht mehr zum Tauschen. Ich stehe gerade so ein bisschen wieder mal auf dem Schlauch. Also der ist jetzt da oben, der strahlt durch, der funktioniert, aber jetzt kann ich den nicht umtauschen. Ich brauche ja alle Geräte, die hier sind. Eigentlich brauche ich sogar noch einen mehr. Moment, ich muss mal bis zum Ende denken, das Ganze hier. Ich muss da hoch, ja, das steht fest. Wenn ich da hochkomme, brauche ich auf jeden Fall den Ventilator. Ich muss den näher ranstellen, da den. Ja. Den muss ich erstmal näher da ranstellen. Wie nah geht's denn? Damit ich den greifen kann, dann zum Tauschen. Falls ich den nochmal tauschen muss, heißt das dann. Na, ohne Bohrer geht das hier nicht. Leute. Gut, ich könnte den Bohrer hier nach oben schießen und dann. Na, was denn dann? Das ändert ja auch nichts daran. Genau, der läuft jetzt. Was sollte ich denn sonst tauschen wollen? Warum sollte ich den tauschen wollen? Ich brauche ja alles. Ich brauche alles.
Klar kann ich den tauschen, aber dann habe ich den wieder nicht. Oder kann ich den von da unten? Nee. Wie hoch geht denn das hier? Na gut. Das hilft mir nichts, ne. Der hängt ja dann nicht dauerhaft in der Luft. Oder? Weil dann bräuchte ich den Bohrer nicht. Da und da. Ne, der fällt ja trotzdem darüber, denn, ne? Boah, ich stehe gerade total auf den Schlauch. Wahrscheinlich ist es ganz einfach. Ich glaube, ich muss zum Schluss da hoch. Weil das geht ja nicht auf das Kraftfeld. Also das muss ich stören, definitiv. Ja, also würde ich mal sagen. Wir sollen Gegenstand zum Tauschen, ja. Mach das erstmal auf die Art hier. Ich tausche erstmal alle zurück hier. ja. Und den. Ich tausche erstmal oben aus. Genau. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, Leute. Achso, der merkt sich das leider nicht. Ne? Das wird er dann erneut machen. Sick ankommen, ne? Ja, hoffe ich. Gut. Naja, ich musste ja trotzdem. Ich habe irgendwie noch einen Knoten im Gehirn. Hier. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das auf da. Jetzt habe ich ja hier nichts zum Tauschen. Das Ding ist da oben. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Aber wenn ich den Bohrer jetzt wegnehme, dann habe ich ja. Ja. Dann komme ich ja nicht mehr durch. Ach, verdammt. Also den Bohrer, der ist essentiell, würde ich sagen. Vielleicht mache ich auch zwei Folgen draus. Ja, ich mache zwei Folgen draus, Leute. Das ist jetzt halb so wild, machen wir einfach weiter. Besorge einen Gegenstand zum Tauschen. Ja, soweit so gut. Den habe ich nicht. Moment, Moment. Ah, nee, ich komme ja nicht rüber. Ah, den kann ich rübersetzen, oder? Was ist hier? Das Rätsels Lösung, kann das mal sein? Nein. Ja, ich muss woanders bohren. Manchmal sind es so winzige Details, ne? Vielleicht mache ich doch noch eine Folge draus. Ja, ich muss es hier auf jeden Fall aktivieren. Ah, ich bin auch gut, ey. Ja, die sind immer ein bisschen fricklig, ne? Diese optionalen Rätsel, ich sag's ja noch. Ja, jetzt dürfen wir nämlich wieder anders spawnen. Doch ein bisschen weiter links. Wenn ich da rankomme noch, heißt das. Schon damals gelöst. Oh Mann, ey. Gut, das ist scheinbar elegant. Oder mit elegant gemeint. Jetzt wollen wir ein bisschen tauschen. Jetzt ist hier der Störsender. Genau, das habe ich ja schon richtig durchblickt. Und das war's. Na also. Gut, die Folge ein bisschen länger geworden. Dadurch. Auch durch die Sucherei, Rumsucherei am Anfang. Gut, aber dafür erfolgreich, Leute. Also denn, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye, ciao, ciao, euer S-Shark. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like. Gen Nordner, bis dann.